Moin zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Homegucker und wir starten heute ein neues Let's Play in Cotia. Das Spiel ist im Januar 2021 rausgekommen und stammt von dem Entwickler Chaos Mogas Studio. Oh, das steht da unten sogar. Okay, und wir starten jetzt mal in dieses Cyberpunk Adventure. So, neues Spiel. Vorweg ein paar Dinge. Encodia ist Fiktion, nicht wahr? Daher sind Namen, Marken, Orte und Ereignisse entweder etwas, das sich die Entwickler selbst ausgedacht haben, oder sie werden auf eine fiktive Weise verwendet. Sollte euch irgendjemand oder irgendetwas oder an jemanden oder etwas erinnern, dann ist das also ein Zufall, eine Hommage oder es liegt an dem Kickstarter, der das Spiel fasziniert hat. Oh, und das Team billigt keinerlei Diskriminierung, sei es nun aufgrund von Rasse, Alter, Geschlecht, persönlichen Interessen, politischer Zugehörigkeit oder Aussehen. Sie lieben jeden, sogar die fiesen Roboter. Es ist jedoch ein fiktives Werk, ich kann nicht mehr lesen, mit humorvollen Elementen. Daher sieht man einige Anspielungen auf Klischees. Manchmal können sie sogar einen Sinn haben. Encodia ist außerdem nicht als Kritik oder Unterstützung einer politischen Ansicht, einer Partei oder einer Person gedacht. Es ist jedoch ein Kommentar zu den mächtigen privaten oder öffentlichen Institutionen, die unser Leben durch die Medien kontrollieren. Also viel Spaß mit Encodia, aber vergesst nicht, verlasst ab und zu auch mal den Cyberspace und genießt die reale Welt da draußen, wo auch immer ihr seid. Nun, ich möchte mal so sagen, es regnet hier im Spiel, es regnet auch draußen. Ich finde, das ist perfekt, um dieses Spiel zu starten. Also, los geht's. So, wie machen wir es denn? Schwierigkeitsgrad können wir wählen. Beachte, du kannst den Schwierigkeitsgrad nicht mit dem Spiel ändern. Starte das Abenteuer neu, wenn du ihn ändern willst. Hinweise werden gezählt, wenn du das Spiel im schweren Modus oder ohne Hinweise beendest. Schaltest du Erfolge und coole Bonusfunktionen frei. Ach, ist ja interessant, ich kann auch was gewinnen. So, was haben wir denn mal leicht? Bist du wegen der Geschichte hier auf jeden Fall? Das ist toll. Wenn du festhängst, kann Tina Sam um Hilfe bitten, um Rätsel zu lösen. Drücke die Leertaste, um sammelbare Gegenstände hervorzuheben. Es werden nicht alle Hotspots oder Objekte angezeigt, die zu den 10 Spiegelgeheimnissen zählen. Was ist das denn? 10 Spiegelgeheimnisse? Schwer. Brauchst du keine Hinweise? Großartig. Sam wird dir nicht helfen und du musst die verrücktesten Dinge ganz alleine sammeln. Suche überall in allen möglichen Ecken und Winkeln. Tja, jetzt bin ich unschlüssig. Also, ich möchte natürlich so viel wie möglich von der Geschichte mitkriegen. Ich fummel sowieso immer überall herum. Andererseits, ja, schwer wäre normal, ne? Wisst ihr was, wir nehmen einfach leicht. Wir müssen es ja nicht in Anspruch nehmen, aber für den Fall könnte ich es doch tun. Also leicht. Neo Berlin, 2062. A dark megalopolis run by corporations and corrupt politicians. 9-year-old orphan Tina has made the streets her home. She scavenges for a living, inventing new uses for scraps. Her only friend is SAM-53, the big clumsy robot assigned to her at birth. He will do anything to protect her. SAM-53 must protect Tina. Today, Tina and Sam will discover something that may change their world. Get a free robot. A forgotten dream that will set them on an incredible journey. The journey to Encodia. Celsius and cloudy, with 0% chance of rain during the day and 73% chance of rain in the evening. Would you like to hear the news? Morning, Sam. I have printed out today's to-do list.
Would you like to go over it? Yeah, sure. For today, we need to procure the following. Oil for Sam 53, a new pair of socks and food for you, and a waterproof patch for our shelter. All right, then. Let's get going. Das fängt ja schon mal cool an. Okay, gut. Dann lass uns mal sehen. Also wir können zwischen den beiden Charakteren hin und her wechseln. Das ist cool. Okay, spielen wir erstmal mit ihr, ne? Und sehen uns um. So, da stand mit der Leertaste, könnte man alles Mögliche hervorheben. Ja, jetzt so richtig viel ist es ehrlich gesagt nicht, ne? Aber egal, wir nehmen es mal mit. Also. Jawohl. So, ein leeres Glas. Sehr gut. Das ist, warte, wie funktioniert das? Rucksack? Okay, alles klar. Was haben wir denn hier? Foto von Mama. Das können wir uns angucken. A photo of Mom. Sadly, she died 3 years ago of cyberspace overdose. Oh. Heutige Gegenstände haben wir gerade gehört. It's a list of the tasks for today. Okay, alles klar, kriegen wir hin. So, komm. Können wir damit irgendwas machen? Just an empty jar. Okay, na schön, gut. So, wir sehen uns erstmal weiter um. Teddy! My old teddy bear! It's so dirty now. Tja, ja, kannst du bitte. I don't need it. Du brauchst sie nicht. Okay, alles klar. Ach, das finde ich schön, dass es mal wieder so ein richtig klassisches, halt, so ein richtig klassisches Adventure gibt. Point and click. It needs a patch to keep the rain out. Oh, okay. Du brauchst vor allen Dingen eine Erhöhung, eine Unterlage. So, was haben wir noch? Vorräte? A bunch of useful things I've collected. Hm. Irgendwas Interessantes dabei? Nee, das sieht nicht so aus. So, da ist noch ein Stromkasten. We are getting electricity from that neon sign. Ah, ein bisschen Piraterie, hä? Huh? Okay, den Schraubenschlüssel nehmen wir auch mit. Yay, Schraubenschlüssel, der sieht schon ziemlich rostig aus. Okay, so, ist denn hier noch was? Die Lampe, nö, sieht nicht so aus, ne? So, okay, müssen die beiden sich auch unterhalten? Sam? It's SAM 53, my robot. I've had it since I was born. Hallo. Sam? Yes, Tina? Hi. Wie alt bist du? Oh, ich stecke fest. Kann ich das auch überspringen? How old are you? I'm 9 years old, like you. You should know that. It's 2062. And the 53 after my name is the year when I was produced. I was assigned to you at birth as a part of a government incentive program to... Okay, I know. I remember your lullabies. I just wanted to be sure. Okay, ja, super. Okay, haben die beiden sich kennengelernt. Ja, schön. Okay, so, hier geht's weiter zum Dach. Da gehen wir jetzt mal hin. Oh, warte mal, es gibt doch eine Map. Lass uns da mal... Okay. So kann man auch Werbung machen, alles klar. Eine Map. Oh, das ist eine sehr große Map. Okay, da oben haben wir den Unterschlupf, Kreuzung und Altstadt. Alles klar, es gibt eine Menge zu entdecken. Und die Stadt ist noch so viel größer. Okay, erschien hier nicht eben irgendwas? Nein, ist da nicht. So, was haben wir denn hier? Nix. Kleines Rohr. Okay, nehmen wir mit. Ja, okay, können wir uns das mal genauer ansehen? Lass mal schauen. A simple pipe connector. Oh, okay, das war sehr erschöpfend. Gut, alles klar. So, was haben wir hier oben? Strommast. It's very, very tall. Ja, okay. Kommt dann da unser großer Buddy dran? Hallo. Ach, da erinnert sich auch gleich das Symbol für Gucken. High voltage power line. Hier, guck mal. Da erscheint kein Auge, sondern... Warte mal, heißt das dann mit Tina? Ja, genau. Mit Tina anrufen. Nicht sprechen, sondern Anruf. Tina? Yes, Sam? Are you feeling all right? I'm good. Thanks for asking. Och, das ist ja nett. Och. Okay, gut. Wir machen mal mit ihm weiter, oder? So. Hier haben wir ein Loch in der Wand. Just a deep hole in the wall. Looks like something is in there. Oh, ja, dann guck doch mal nach. Something bit me. Ich wurde gebissen? Okay. Kommen wir noch nicht ran? Was ist mit ihmchen? Kommt er da ran? My fingers are too big to fit in there. Ah, okay, also sie muss es tatsächlich tun. Na gut.
Okay. Oder wir stecken da einfach was rein. Wie wäre das denn? Achso, da ist auf Mechanik drin. Not working. Not working. Okay. Vielleicht ist da irgendwie eine Maus gefallen. Not the right thing to do. Ja gut, okay. Können wir wohl noch nicht. Leeres Glas? Guess I need some type of bait first. Ein Köder, okay. Also tatsächlich irgendein Tier, das wir herauslocken müssen. Na schön, machen wir mal weiter. Was ist das denn? A water tank. Yes. Super. Irgendwas damit machen kannst du aber nicht. Okay, gut. So, ja, okay, gehen wir mal weiter. Und jemand Merkwürdiges. So, Antennenteil haben wir eingesteckt. Das könnten wir vielleicht auch noch da reinstecken. Wer ist das denn? Vote for? I hate that chubby little man. New Berlin Mage 2063. Okay. Gibt's da eigentlich mehr? I hate that. Ne, kommen immer dieselben Dialoge. Okay, die können wir im Zweifelsfall aber auch überspringen. Okay, ein Gerätekasten. Steht er gerade davor. An electric panel. Ja, kannst du den öffnen? It's locked. Gut. Hilft da der Schraubschlüssel? Not working. Not working. Gut. Nope. Drauf einschlagen geht auch nicht. Was ist das hier? Ziehen? It's stuck. I need a key. Du brauchst einen Schlüssel und ich nehme. Okay, ich nehme da. It's not working this way. Na, also. Dachte ich mir doch. Okay, unterhalten wir uns mal mit. Wie heißt der? EQ? Okay, EQ. Hallo. Excuse me. Hi. Yes? So, wer bist du und was machst du hier? Ist es sicher zwielichtig gestanden? Okay, sorry, ich sollte gehen. Okay, ja, fallen wir gleich mal mit der Tür ins Haus, ne? Who are you? And what are you doing here? I'm Eku, but don't tell my name to the police. Was? At night, I'm a professor at the University of Neo-Berlin. But since the salary is very low, during the day I'm a dealer. An unauthorized cyber dealer. Ach so, dann ist es sicher. Warum erzählst du, was unterrichtest du? Okay, okay. Why are they paying you so little at the university? Because Mr. Rumpf, the mayor of the city, doesn't care about education. That corrupt bastard. I hope he won't be re-elected. Me too. Wieso spricht er denn so komisch, so abgehackt? Also mal, der stellt sich zur Wiederwahl, der kleine Mops, und zahlt seinen Lehrkräften aber wenig Geld. What are you selling? Odds and ends, implants, gadgets, electronic components and so on. Any food, robot oil, socks, a waterproof patch? Nope, sorry, nothing like that. Damn. Funktioniert nicht. What do you teach? I'm a robotics professor. I teach design and fabrication of flexible use small scale bots. Sounds nice. Sounds cool, but I should go now. All right, take care. Okay, alles klar. Sag mal, bringt das was, wenn er ihn anspricht? Also verläuft das Gespräch dann anders? Hallo. Good day. Hi there. Oh. SAM 53. You're pretty worn out, mate, for an 8 to 9 year old. That's because I've been living on the streets. Oh, that's unfortunate. It's lucky they used waterproof paint to coat you. It sounds like you are familiar with my model. Yes, at night I teach robotics at the Neo Berlin University. But listen, I shouldn't be talking with other robots. Polino is very jealous. Who's Polino? My pet, but really, I cannot talk anymore, sorry. Nothing personal. Okay, also halten wir mal fest. Erstens, die Gespräche laufen anders, je nachdem, wer fragt. Und zweitens, dieser Polino, wer auch immer, oder was auch immer das ist, werden wir wohl finden müssen. Was ist der hier? Müll. Wir suchen weiter. A bunch of junk. Okay. Take a minute, Jack. Nice. There's some rotten sushi and a broken floppy in here. Okay. Rotten sushi? Okay. Sonst noch was? A bunch of junk. Nothing disgusting left to pick up anymore. Okay, schon gut, schon gut. Was ist das alles hier? Du meine Güte.
da scheint auch weiter nichts drin zu sein. Okay. Ist dieses Rotten Sushi? Wir hatten da ja ein Haustier. Ein Tier. Einfach nur ein Tier. Let's see if it works. Ah, okay, gut. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das reicht also als, als Köder. Gut, was haben wir noch? Gehe nach Neo Berlin. Ja, ich weiß, wir sollten eigentlich nach oben gehen. Oh, achso, da kommt es direkt in diese Ansicht. Okay, wo wollen wir hin? Kreuzung, Altstadt? Keine Ahnung, ist glaube ich egal. Wir kennen beides nicht. I need a flybus ticket to leave this place. Oh. I found one last night, and I was sure I left it by my pillow. But it's not there anymore. It must be somewhere nearby. Better look for it. Okay, verstehe. Gut, dann also wieder zurück. I'm already here. Okay, ja, schon gut. Ja, dann also so. Gut, okay, dann gehen wir doch mal nach oben und lösen diese Geschichte. Geht das eigentlich mit Doppelklick? Es geht. Dann lösen wir doch mal diese Sache hier mit dem Loch in der Wand. So, jetzt müsste ich doch kaputt. Nee, bitte halt erst aufnehmen. Kaputtes Glas. Stinkendes Glas. Good work. Okay, was hast du da gefunden? Kakerlake im Glas. Oh, lecker. I trapped a cockroach. Ja, das ist ganz toll. Okay, kannst du denn jetzt die Hand reinstecken? Great. Ah, Flybus. Okay, das heißt, wir können uns tatsächlich jetzt in der Stadt bewegen, ja? So, was machen wir mit dem Zeug hier? Eigentlich nichts. So. Können wir davon irgendwas kombinieren? Nah. Ja. Kaputte Diskette, was kann man da sonst machen? Nope. Nope. Irgendwas dran rumfummeln? Wrong choice. Nope. Nee, das scheint alles nicht zu funktionieren. Okay, also zurück zur Straße. Meinetwegen. Ist diese Kakerlake, ist das seine hier? Nah. Nee, ist es nicht. Okay, war nur so eine Idee. Okay. Ja. Also, sag mal, die kaputte Diskette, kann er die reparieren? Not the right thing to do. Ich hatte es gehofft, das Antennenteil hilft das weiter. Not the right thing to do. Ja, schade. Okay, gut, dann machen wir mal einen Ausflug in die große, weite Stadt. So, Kreuzung oder Altstadt, da stehen wir wieder vor der Wahl. Ne? Ich nehme erstmal die Kreuzung. Oh. Teil 1, einmal 1 des Überlebens. Da sind wir. Okay, hier hinten Absperrung. Cyber Junkie. Meine Güte. Ah, da laufen so Leute rum. NPCs oder jemand, der was möchte. Sieht wie NPC aus, ne? So, dann. Oh, hier, noch jemand. Hallo? Ich renne mich mal. Cyberspace Junkie. Fully immersed. I tried Cyberspace once, and it's just like Neo Berlin. Dark and stinky. You're allowed to do whatever you want. Okay. Gut. Warum machen wir das denn? Er hat eine VR-Brille auf. Okay. So, Verkaufsautomat. Guck mal, voll cool. Warte mal, können wir das anders machen? Laufen. Ja, genau. So. I don't have any credits. Das ist nicht gut. Was gibt's denn hier überhaupt? It's selling some kind of weird device called Vintage Me. Vintage Me? Kann er da irgendwas machen? Krab? Let me try. Hey, something fell down. Okay, was ist das? Vintage Me? Was war Vintage Me noch? A Vintage Me Vending Machine. Was ist denn Vintage Me? Altmodisches Ich? Ein Parfum oder was? Keine Ahnung. A Vintage Me Device. For those who like it retro. Device, okay. Na gut. Ja, keine Ahnung, wofür das gut ist. Stopp den immer mit. Bevor der grüne Typ, der wackelt auch schon darauf, also darauf zu. Nix, das ist meiner. Den nehme ich mit. Pech. Ja, ein alter Stock. Ganz cool. Kann ich den Stock denn mit dem Antennenteil verbinden? Good idea. But I better have in my inventory something with which to join them. Aha, wir müssen also erst einen Kleber oder Draht oder irgendwie sowas in der Art finden, okay? Guck mal, was hier alles für Gestalten rumlaufen. Okay, also da sind Menschen, ganz offensichtlich, und dann die unterschiedlichsten Roboter.
Cool. Okay, was haben wir denn hier? Großes Schild. Wir sehen uns weiter oben. I can't read Japanese. Oh, warte mal, vielleicht kann ich das. Kannst du das? It says Ramen Shop, Quick Delivery. Quick Delivery, okay. So, haben wir sonst noch was? Da geht's in einen Elektronikladen, da geht's in eine helle Gasse. Okay, na gut, gehen wir mal rein. Hallo, guten Tag. Guten Tag, was haben wir hier? Die Karte? Mostly Ramen. Also Soy Pretzels and Kobe Würstel. Okay, das hört sich nicht lecker an. Also das zweite Ramen, lecker, lecker, lecker. Falls ihr das noch nicht probiert habt, testet das mal. Super lecker. So, Essstäbchen haben wir dabei, genau. Ramen ist so etwas wie, tja, ich glaube, das könnte man am besten vergleichen es ist mehr als eine Suppe, aber irgendwie weniger als ein Eintopf. Ich glaube, so könnte man das am besten erklären. Und das Ganze halt eben auf Japanisch lecker. Hello there. Hi. Was macht er da? Hello, big robot. What can I do for you? Naja, okay. Was ist das für ein Ort? Laut meiner Datenbank. Okay. What is this place? Per my database, it looks like a ramenier circa 1978. Indeed. It's the ramen shop of Chef Hayao, which would be me, painstakingly designed to replicate 20th century aesthetics. Of course, it's all plastic, but who can afford wood these days? Anyway, it looks good, doesn't it? I've seen better. Ah, no. You robots, you have no taste. Anything else? Ja, hast du etwas, das ich konsumieren könnte? Do you have something that I can consume? No, I'm sorry. I only cook food for humans. The best of Japanese tradition, mixed with good old Teutonic flavor. You mean bratwurst dipped in soy sauce? You see? I knew my recipes were famous all around the world. Anything else? Kann ich etwas zu essen für das? Das ist eine gute Idee. Can I have some food for this little girl? What would you like? Naja, okay, die Ponzo-Breze, Kartoffeln, Miso-Reis, Schweinshaxen, Sushi. Ah, das hört sich alles furchtbar an. Versuchen wir es mit der Breze, das klingt weniger eklig. The Ponzo Pretzel. It's 16 credits. I don't have any. Oh. They come back later. Okay, dann lass uns die anderen ausprobieren. Also 16 credits. Can I have some food for this little girl? What would you like? 16 Kartoffeln mit Miso-Reis. Potatoes with Miso-Rice. It's 9 credits. I don't have any. They come back later. Okay, 16 und 9. Can I have some food? What would you... Yeah. 16, 9. Pork knuckle sushi. It's 23 credits. Oh, I don't have any. They come back later. Okay, alles klar. 16, 9 und 23. Wir müssen irgendwo Credits besorgen. Nothing. Bye. Niemand? War die Übersetzung gerade niemand? Ja, aber warte mal, vielleicht hat sie ja mehr Glück. So, talk. Hi. Excuse me. Na? Was macht ihr da mit dem What Fisch? What do you want, little girl? Don't you see I'm busy? Ja. Wer bist du? Who are you? I'm Chef Hayao, born in Germany of Japanese origins. Master of noodles. Inventor of Japanese jamon fusion cuisine. You mean you make sushi with pork knuckles? Oh, see? You heard about my marvelous dishes. Actually, I was being sarcastic. I've never heard of you. Really? You never heard of my famous sauerkraut sashimi? Or my tempura made with Bavarian beer? To be honest, no. I guess I have to improve my social media marketing. Anything else? Ja, wie viele Fische hast du immer? Achso, ja genau, was er mit den Fischen macht. How much fish do you have in that bucket? It looks bottomless. It's not a bucket. It's the end of a very long pipe that goes deep underground into a salty artificial lake, sucking fish up. Wow, amazing. For real? No, I made it up. It's just a looped animation to save disk space. Anything else? Was? Hä? Was soll das denn?
Do you have any free food or leftovers for me? Does this look like a soup kitchen? I only serve paying customers. But I don't have any credits. Come back when you get some. It's a privilege to enjoy my fine cuisine. Das ist echt Qualitätsessen. Schade, dass ich es nicht probieren kann. Sie probiert es weiter, ne? Sie nörgelt so lange, bis er ihr was gibt. It's indeed such fine cuisine. I'm just sad that I can't try it. It's a pity indeed. Such aroma. Rich, pungent. Oh, yes. It's just a tiny hint of your culinary genius. Indeed. It'd make me so happy to try even a tiny taste of it. Oh, okay. Here you go, little guard. Take this Bavarian marinated fish. Okay, cool. Sag ich das hier. It's from yesterday, but it shouldn't kill you. Na toll. Thank you. I'd better go now. Good luck, little guard. Oh ja, vielen Dank. Hier, das da oben ist das die Aufgabenliste. Flugrüstchen suchen. Okay, haben wir. Nach Essbarem suchen. Okay, der Fisch zählt offensichtlich noch nicht dazu, ne? Genau. Flicken, Roboteröl und ein paar Socken suchen. Okay, alles klar. Gut, das mit dem Essbarem, das war wohl noch nichts. Okay, erstmal raus da und dann wieder. Gab es hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, ich probiere das mal mit der Leertaste. Der zeigt, die zeigt da gar nichts an, ne? Okay, gut, also raus auf die Kreuzung. Okay, wir sehen uns weiter. Okay, wir sehen uns weiter um, aber das machen wir erst morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut!